Möge der Bessere gewinnen, der höhere Turm. 3, 2, 1, go! Los. Und jetzt geht's los. Wie wird hier gestapelt? Wie ist die Stapeltechnik? Bongo greift sich direkt einen Riesenstapel und packt die zusammen. Bei Tommy läuft das ein bisschen anders, aber Bongo macht das sehr schön gerade. Hier wird begradigt, genau. Nicht zittern, nicht zittern. Ganz ruhig bleiben. Kein Stress. Und Stapel. Wird es ist der wirklich Turm spannend. Nach der Zeit muss er 5 Sekunden noch stehen, dann wird gemessen. Oh mein Gott. Und das heißt, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. 15 Sekunden left. Er hat noch Zeit. Guck mal, die stehen doch schon. Ich wollte gerade sagen, okay. Die kannst du schon fast aufstellen. So, Bongo. 10 Sekunden left. Ich zähle mit. Jetzt 10, 9, ihr könnt helfen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Ein Riesenapplaus von uns! Ja, das Ganze, ihr wisst ja, einer unserer Mitsponsoren, das darfst du jetzt mal gerne Partner sagen. Und Sponsoren, Partner Power und Sponsoren. Poker, der Marlon, der hat ja gestern auch schon hier ordentlich Werbung gemacht für seine Produkte. Könnt ihr euch im Shop auf Power Poker bestellen. Xflix, Code 5% Rabatt. Alles für euren Homegame-Zubehör und euren Homegame-Bedarf. Und dafür bekommt jetzt der liebe Bongo für sein Homegame auch eine Power-Poker-Pokermatte. Oh, wow, danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Die Zeit, 3, 2, 1, go. Jetzt geht's los. So, wie ist die Strategie hier bei den beiden Frauen? Das werden wir uns angucken. Gibt es da einen Unterschied? Das Schöne ist, sie haben sich auch nichts abgucken können eben von den Männern. Nee, sie haben die erste Runde auch nicht mit angeschaut. Wir wissen nicht genau, wie es ausgehen wird. Bei Joy geht es schon gut los. Hier wird schon hoch gestapelt. Angelina hingegen macht eher viele kleine Türme und baut die erstmal nebeneinander auch. Eine interessante Strategie. Das ist wie gerade das Heads-up. Wow, okay, Angelina baut immer höher, das sieht richtig gut aus und auch noch sehr stabil, muss Denkt ich sagen. Denkt daran, passt auf, dass ihr nicht zu weit und nah an dem Tisch auch bei Joy, kommt. Aber da wackelt es schon, ja. Wow, jetzt darf kein Windstoß passieren. So, Männer, wir haben 20 und Sekunden left. Es ist eigentlich jetzt noch sehr Chip, ausgeglichen. Die Chip-für-Stipp-Strategie. Und ihr könnt auch stehen lassen, ne? Ihr müsst nicht weiterbauen. 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, stopp! Angelina! Nur da! Ja! Aber wie gesagt, es geht hier keiner leer aus. Auch der Zweitplatzierte kriegt ein kleines Säckchen, was auch etwas drin ist für dich. Von dem Sponsor Much Better, der deinen Ehemann mit uns zur EBT gebracht hat. Genau. So schieb noch sieht mal das was Ganze hinterher. Aus. Much so. Better. Du darfst gerne zeigen, schön. Natürlich. Ein was so Pokerfirma. Alles drin ist. Briefbeschwerer. Anhänger. Sehr gut. Ja, alles auch da. Und jetzt, die Gewinnerin. Komm, du darfst auch mal hier. Herzlichen Glückwunsch, Angelina. Hast du sehr gut gemacht. Das ist dein Preis. Willst du mal reinschauen, was drin ist? Sehr gerne. Was, Joy, du warst aber. Du warst. Ihr wart gut auf. Nigelnagel, neuer Sharky. Danke. Ihr wart beide sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Hab ich gefeiert. Gut gemacht. Super Strategie. 3, 2, 1, go! So, jetzt schauen wir mal, wie das hier losgeht. Hier wird gestapelt. Da werden die Chips nach und nach gestapelt hintereinander. Da werden verschiedene Türme gebaut. Ich sehe schon, da werden mit zwei Händen, das ist auch die Zweihand-Taktik. Ja, je nachdem halt zwei Türme bauen. Da wird ein Turm gebaut. Da muss ein Finger zwischen passen. Da wird weiter gestapelt hier. Da wird weiter gestapelt. So, 15 Sekunden left. Immer weiter. Ja. Katharina, da wird stehen gelassen. Noch was drauf da wird stehen gelassen. Die letzten 6 Sekunden, 5. Ah, Enrico lässt einfach geh stehen. Geh auf Risiko. 4, 3, 2, 1. Sehr, sehr. Jetzt stopp. Oder schnell? Ja, ich glaube, Enrico ist wahrscheinlich liegt ein bisschen vorne. Definitiv, genau, wollte ich gerade sagen. Der Schiff hat der Warum Tisch hat Schieflage. Denn? Ich wollte doch nur zählen. Wir zählen jetzt nochmal. So. Entschuldigung, aber wenn du den Hempi wirklich kennst, weißt du, auf welcher Seite ich stehe. Ich kann es mir vorstellen. Also,
Ja, ich würde sagen, nach einigen Schiedsrichteruntersuchungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass der Turm von Enrico gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Enrico. Dankeschön. Du hast die Chip Stacking Challenge gewonnen. Sehr schön. Katharina, auch an dich. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Du bekommst natürlich auch einen Preis. Ja, du kriegst einen Trostpreis. So, genau. Auch natürlich für dich. Hier ist der Trostpreis von unserem Sponsor Much Better. Dankeschön. Vielleicht willst du ja mal reingucken, was drin ist. Okay, schau mal rein. Was haben wir? Ich habe eine Autogrammkarte. Ja, die kommt noch dazu, die kriegst du natürlich gratis von mir. Bitte noch unterschreiben und dann muss noch eine Widmung drauf, ja? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Da mache ich natürlich noch eine Widmung drauf, gar keine Frage. Und Enrico? Jetzt ist die Frage, was hat Enrico in seinem Beutel? Willst du mal gucken? Ja, auf jeden Fall will ich mal gucken. Mal rein. Er muss halt abnehmen. Ein niegelnagelneues Jäckchen von Pokerstars. Geil. Coole Nummer, dankeschön. Sehr schön, danke fürs Mitmachen, herzlichen Glückwunsch. Sehr gerne. Was du überhaupt gelernt hast, was laberst du? Ihr dürft mich niemals an dieses Steam Deck lassen, das eskaliert komplett. Ich finde es auch. Oh, Glück an Tisch. Spaß dran und der Chat ist einfach nach 5 Minuten komplett genervt. Criminal Roller, moin und? Ihr zwei, moin zurück. Kleine Maria. Alles hier so. Gar nicht up to date, was die einzelnen Chips sind. Also ich nehme an, schwarz wird 100 sein. Was denn? Rot. Was willst du? Was meinst du gerade? Die was? Chips? Ja, richtig. Kein Problem, wir werden mal den Chat fragen. Ausrufezeichen Info in den Chat. Aber hier scheint es nochmal so zu knistern. Vor der Pause. Da ist er, unser Wolfi. Vorpauseninszenierung läuft. Und jetzt geht es so richtig Abfahrt. 8.100. Das nenne ich auf jeden Fall Vorpauseninszenierung. So, Dylan gegen unseren Alex. Aber der hat auch immer noch zwei andere. Klassiker hier. Small Blind versus Big Blind. Einfach geil. Re-Race. 13.000. Jetzt denke ich, nein. Call. Okay. Bezahlt. Wir sehen einen Flop. Zweimal Kreuz. So, wir sind schon, also die meisten sind schon in die Pause gegangen, denn wir haben jetzt eine 30-minütige Pause. Ja, die Leute sind aber schon 3 Minuten über die Pause drin. Und jetzt geht's hier Abfahrt. All in. Race all in. All in and call. Wow, hier haben wir All in Call. Ass 5, Top 2 gegen Ass 3. Und da kommt die 2 für die Straße. Und da kommt die 5 für das Full House. Wow, was für eine Vorpauseninszenierung. Wow, Dylan gegen Alex. Unlucky. Erst für Alex und dann unlucky für Dylan mit dem Full House. Crazy, crazy. Was kann es Besseres geben, dass wir so eine geile Vorpauseninszenierung haben?